Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Vertrauen in einen Expert-Advisor aufbauen. So klappt der Umstieg von Demo auf Live-Trading. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie wie immer herzlich im Namen von FX Flat willkommen. Vielleicht vorab, bevor ich an den David den Bildschirm übertrage. Wenn Sie heute zum ersten Mal dabei sind und unseren Partner AlgoCamp noch nicht kennen, oder jetzt sich die Aufzeichnung angucken, dann finden Sie schon mal erste Informationen bei uns auf der Webseite unter Training und Trading Partner. Dann ein bisschen runterscrollen hier bis AlgoCamp. Da gibt es natürlich eine eigene Unterseite und dann können Sie dort schon mal erste Informationen entsprechend sich angucken. Und natürlich haben Sie hier Zugang zu den Webinaren, die wir schon zusammen gemacht haben und können dann natürlich auf der Webseite von AlgoCamp weitere Informationen einholen. Die Seite werde ich oder den Link werde ich in den Chat kopieren. Und ja, dann übergebe ich den Bildschirm an David. David, natürlich auch dir ein herzliches Willkommen und schönen guten Abend. Und ich wünsche Ihnen allen viel Spaß heute Abend. Ja, perfekt, vielen Dank. Ich suche mal kurz den richtigen Bildschirm aus. So, dann müsste man gleich mal Bildschirm sehen. Das ist richtig, ja. Perfekt, super. Ja, vielen Dank für deine netten Worte, Nelson, und von mir auch ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass wieder so viele dabei sind bei dem heutigen Webinar zu unserem Leitthema, dem Algo-Trading, dem automatisierten Handel. Ich habe heute wieder die Ehre, die nächsten, ja, gut 60 Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen. Spezielles Thema heute ist Vertrauen in ein EA aufbauen. Also wir behandeln heute das Thema, was viele wahrscheinlich von Ihnen, was Sie schon erlebt haben. Sie haben irgendwo ein Handelssystem sich mal vielleicht kostenlos geladen oder gekauft, selbst programmiert. Wahrscheinlich die Mehrheit davon hat die Systeme nur auf dem Demokonto laufen lassen und das ja, die Kunst da besteht quasi in dem Wechsel zum Live-Trading. Und da möchten wir uns heute ein bisschen mit beschäftigen. Klingt einfach, es klingt eigentlich einfach. Ich kann doch einfach das Handelssystem auf dem Live-Konto handeln lassen und dann geht's los. In der Realität sieht es ein bisschen anders aus, wenn dann plötzlich das erste Mal ein Roboter oder ein Computer unser eigenes Geld verwaltet und wir ja, den Rechner ausmachen sollen, schlafen gehen sollen und ruhig schlafen sollen und mit dem Gedanken oder der Gewissheit, dass dein Roboter Geld verwaltet. Das ist auch das Thema Wandel dann. Die ganzen Webinare, der Nelson ja auch schon gesagt, die Webinare vorher, gibt es noch einige Zeichnungen davon. Wir haben uns quasi so Webinar zu durch die einzelnen Themen, die abgehandelt werden. Das schon eins, aber mit Strategieentwicklung. Wie besorgt man sich EAs? Kommt man gute Jahre? Wie kann man die kennen? Und heute so, ja, passend zu Jahresende, quasi eines der letzten Themen für dieses Jahr, der Wechsel von Demo auf Live-Trading. Gut, bevor wir anfangen und damit Sie auch wissen, wer eigentlich heute das Webinar führt und Sie, das ist auf der falschen Seite. So, dass Sie auch wissen, wer heute eigentlich das Webinar hier führt und wer die Informationen rausgibt, möchte ich mich gerne noch kurz und knapp vorstellen. Mein Name hatten wir schon öfters gesagt, David Warner. Ich bin aktuell 26 Jahre alt und wohne und arbeite in Berlin. Ich glaube, aktuell habe ich circa 11 Jahre Berufserfahrung in dem Algo-Trading. Da rechnen wahrscheinlich schon die eine oder andere nach von Ihnen und fragen sich, wie soll das gehen? Gefühlt 20 Jahre alt und 30 Jahre Berufserfahrung. Ja, ich habe recht früh angefangen, schon mit 15 habe ich in einer Vermögensverwaltung angefangen und habe da ja, das Programmieren gelernt, habe mitbekommen, wie Strategien entwickelt werden, wie eine Vermögensverwaltung das Ganze professionell macht. Ja, und heute bin ich inzwischen Geschäftsführer und Gründer von AlgoCamp, also ein Unternehmen in Berlin, was sich wirklich darauf spezialisiert hatte, auf die Entwicklung von Handelsstrategien und auf die Programmierung von halb- oder vollautomatischen Handelssystemen. Das heißt, wir heben uns ein bisschen von den anderen Programmierern ab. Wir sitzen halt nicht irgendwo zu Hause und programmieren in unserer kleinen stillen Kammer, sondern wir sind wirklich ein Unternehmen. Wir haben unser Büro in Berlin Mitte, und ja, führen hier
unser Hauptgeschäft durch. Das ist halt die Entwicklung und die Programmierung von Systemen. Das heißt, wenn Sie da zu Hause eine Strategie haben, die Sie automatisiert haben möchten, dann werden wir der richtige Ansprechpartner, um das Ganze zu programmieren. Oder wenn Sie sagen, Sie haben gar keine konkrete Idee, möchten aber mit einem Handelssystem mal starten, mit einem kleinen System vielleicht, um so Erfahrung zu sammeln, dann sind wir natürlich auch der richtige Ansprechpartner. Aber weitere Informationen, ich denke mal, das hatte der Nelson zu Beginn ja schon gesagt, den Link hat er, glaube ich, auch schon gepostet zu der Seite. Ansonsten noch tiefere Informationen finden Sie natürlich bei uns auf der Webseite algo-camp.de. Da können Sie sich gerne mal durchklicken durch die einzelnen Bereiche. Vielleicht ist ja da was Passendes für Sie dabei. Gut, was steht heute auf der Agenda? So sieht die Agenda für heute aus. Ich mache es inzwischen immer so, dass ich gerne zu Beginn die Ziele für heute definiere. Ich lege mal so drei Ziele fest, damit wir recht früh am Anfang des Webinars gleich wissen, was uns heute erwartet. Vielleicht sagen die einen oder anderen gleich, okay, das habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Oder man weiß, okay, super, das sind Punkte, die brauche ich heute, die möchte ich gerne mitnehmen. Dann lohnt sich das Weiterschauen natürlich auch. Der nächste Punkt, quasi der erste Inhaltspunkt, in dem wir heute starten, das ist Vertrauen in ein EA aufbauen. So der Haupttitel, das Haupttitel quasi, wie machen wir das? Also wie können wir erste Erfahrung sammeln und Vertrauen aufbauen in einen Roboter, der ja unser Geld verwalten soll? Ist im ersten Moment ein bisschen komisch. Da gibt es ein paar Punkte, die wir für uns entwickelt haben, Punkte, die wir entwickelt haben durch die Kundenarbeit. Wir haben ja sehr viele Trader schon ins Algo-Trading reingebracht und da haben wir natürlich einen ganz guten Überblick, was wirklich hilft und was so die besten Möglichkeiten sind. Was kann beim Algo-Trading eigentlich passieren? Ein ganz wichtiges Thema, also wir möchten, das ist auch ein Ziel, zu dem wir gleich noch kommen, wir möchten Ihnen heute natürlich so ein bisschen die Angst auch vor dem Algo-Trading nehmen. Und möchten aber ganz offen sagen, was kann eigentlich passieren beim Algo-Trading im Vergleich zum normalen manuellen Handeln? Wo sind die Gefahren? Wo müssen wir genau darauf achten? Absicherung im Algo-Trading ist dann der nächste Punkt. Das heißt, wie können wir dafür sorgen, dass möglichst wenig Schaden passiert im Notfall? Also im Notfall im Sinne von, der Markt crasht extrem, das Handelssystem hat irgendeinen Fehler oder. Da gibt es diverse Tipps und Tricks, die wir inzwischen auch immer gerne unseren Kunden empfehlen und die natürlich auch wir selbst anwenden. So, früh gesprungen. Ja, drei Varianten für den Umstieg auf Live, das ist so die Unterschrift von dem heutigen Webinar. Es gibt drei Möglichkeiten, um endlich live zu traden, wenn man zuvor auf dem Demokonto ein bisschen getestet hat oder am Backtest ein bisschen rumgespielt hat. Da gibt es drei Möglichkeiten, die so für alle Kundentypen oder alle Trader, dass wieder was für sie wird. Und der vorletzte Punkt ist halt, Vorgehen, wie wir machen, also unser Workflow, wenn man so nennen möchte, von einer, sage ich mal, Idee, die wir haben, wie der Weg ist zu den ersten 100 Live-Trades. Das ist auch ein Flow, den wir uns Jahre erarbeiten. Es funktioniert, wie es angeht, ist die beste Möglichkeit. Ich denke, nehmen, weil das halt keine Informationen sind, die wir uns irgendwie kurz vorher überlegt haben, sondern sind einfach erprobte Punkte, die wir über Jahre schon immer durchführen und für gut empfinden, sage ich mal. Sehr schön, was sind die Ziele heute? Drei Ziele habe ich uns für heute festgelegt. Ziel 1 ist, ich möchte die Angst vor dem Algo-Trading im Live-Modus nehmen. Das haben immer sehr viele, das hatte ich ja eben kurz angesprochen. Das zweite Ziel ist, den optimalen Weg zu vermitteln für den Umstieg. Das heißt, was können Sie am besten tun, ohne großen Schaden anzurichten, um vom Demo-Modus umzuwechseln auf das Live-Trading? Denn früher oder später kommen wir einfach an den Punkt, Sie möchten jetzt nicht ewig sehen, wie die Handelssysteme auf dem Demokonto unter virtuelle Gewinne realisieren. Und davon haben Sie am Ende dann auch nichts. Deswegen früher oder später kommt einfach der Punkt an, wo sich den Wechsel durchleben müssen. Und der letzte Punkt ist dann Vertrauen in einen EA gewinnen. Da habe ich auch ein paar praktische Beispiele mitgebracht, wo wir einfach gemeinsam mal durchrechnen können, was brauchen wir eigentlich so für ein Kapital, um mit einem EA live zu handeln. Wo ist eigentlich unser Risiko? Wir haben ja immer so beim Trading Angst davor, Geld zu investieren, weil wir nicht wissen, ich könnte wieder alles verlieren. Wahrscheinlich kommen da Erinnerungen bei uns hoch, dass wir schon einige Konten gegen die Wand gefahren haben. Da gibt es eigentlich ganz einfache Mittel, die ich Ihnen heute zeigen möchte, wie man ganz nüchtern an die Sache herangeht, wenn man im Vorfeld weiß, was liegt, was für ein Risiko existiert.
Kann ich damit leben? Ja, nein. Was kann ich für Anpassungen durchführen? Das sind wenige Schritte, aber sehr effiziente Schritte, wie wir gemerkt haben mit unseren neuen Algo-Tradern. Genau, das sind die drei Ziele, die wir für heute vorhaben. Und damit wir hier keine Zeit verlieren, starten wir auch schon gleich in die erste inhaltliche Folie, und zwar Vertrauen in ein EA aufbauen. Viele haben das Problem, gerade wenn sie irgendwo ja vielleicht hochpreisigere Handelssysteme sehen, da ist die Einstiegshürde ein bisschen schwerer. Man hat vielleicht von dem Verkäufer noch nie was gehört oder man ist sich da ein bisschen unsicher, hat schon schlechte Erfahrungen gemacht, hat schon ja viele Systeme gekauft, hat alles nicht funktioniert. Da hat man einfach kein Vertrauen in ein System. Alternative wäre zum Beispiel, man entwickelt selbst ein System oder lässt sich eine eigene Strategie programmieren, bekommt die dann, wenn man halt selbst natürlich nicht zwingend auch programmieren kann, bekommt man die von seinem Programmierer zugeschickt. Und dann ja, hat man auch immer etwas Misstrauen in das Ganze. Man weiß nicht, wo das jetzt sauber programmiert, wo das nicht sauber programmiert. Gibt es da irgendwelche kleine Fehler, die mir das Konto innerhalb von Sekunden schrotten? Da haben wir einen großen Vorteil natürlich, und zwar ist es der Backtest. Also wir testen die Strategie auf die Historie an und gucken, wie war die Strategie, wenn ich sie vor 5 Jahren schon gestartet hätte, zum Beispiel. Da haben wir Ergebnisse, den Punkt nur vorweg, den zeige ich gleich gerne praktisch im MetaTrader anhand eines Handelssystems, wo ihr die Ergebnisse so ein bisschen auswerten könnt. Das ist so für mich Punkt 1 oder Top 1, wo man sagt, wenn man sich das ganz genau anguckt und die Werte auch einigermaßen versteht und weiß, wie man sie deuten soll, dann hat man dann relativ oder das erste Vertrauen, das Grundvertrauen aufgebaut zu einem Handelssystem. Wenn ich ein System habe und ich weiß, wie performt das System in Extremzeiten, wenn der Markt mal wieder 200 Punkte hoch, 500 Punkte runter macht oder wenn der Markt den ganzen Tag nichts macht, ich muss ja wissen, was für ein Risiko ich maximal eingehe. Und das können wir durch den Backtest einfach herausfinden, aber da kommen wir gleich am Ende der Folie nochmal die praktische Ansicht rein. Demo-Trades, das passt ja auch zum Titel. Es führt eigentlich keinen Weg drumherum vorbei, ein Handelssystem erstmal auf dem Demokonto laufen zu lassen. Wir können nicht vom Backtest über oder gleich direkt zum Live-Trading springen. Wir müssen einfach die Demo-Trades noch durchführen. Da gibt es verschiedene Gründe für. Beispielsweise, wenn wir den Backtest durchführen, kann es natürlich auch im Backtest einfach Fehler geben. Also es kann sein, dass wir im Backtest Trades simulieren. Backtest simuliert ja nur, dass da Trades simuliert wurden, die in der Realität niemals ausgeführt werden. Beispielsweise haben wir jetzt irgendwie im DAX heute eine Ausführung gehabt bei 16.000 Punkte oder so. Und wir sind da short gegangen, haben jetzt geschlossen und haben einen extremen Gewinn gemacht. Das ist zum Beispiel ein Beispiel für einen Fehler im Backtest. Wir würden uns denken, super, klasse Performance. Lasse ich jetzt gleich live laufen. Deswegen ganz wichtig zuvor noch die Demo-Trades durchführen. Das heißt, wir öffnen uns einfach ein Demo, ein kostenloses Spielegeldkonto quasi für den MetaTrader, loggen uns da ein, lassen das Handelssystem laufen, müssen jetzt nicht groß überwachen, das ist ja erstmal wirklich nur Spielgeld und haben dann den Vergleich. Und wir können dann also nach 1, 2 Wochen gucken wir uns mal die 2 Wochen an, die wir gehandelt haben und führen dann nochmal den Backtest durch. Und wenn wir hier gleiche Ergebnisse haben, also die Demo-Trades und so wie im Backtest, dann haben wir hier wieder auch ein bisschen mehr Vertrauen aufgebaut, weil wir wissen, der Backtest, dem können wir Vertrauen schenken. Also wir können jetzt schon mal dem EA an sich etwas Vertrauen schenken und wir wissen durch die Verifizierung, dass der Backtest auch stimmt. Ja, vielleicht, ich denke mal, wahrscheinlich viele von Ihnen haben schon bei Facebook diverse schöne Statement-Grafiken, also Backtest-Grafiken von MetaTrader gesehen. Die laufen alle von unten links nach oben rechts. Das funktioniert natürlich, solche Systeme kann man bauen, aber man darf immer nicht vergessen, was steckt eigentlich dahinter. Und in der Regel stecken dahinter immer viele Fehler, denn der MetaTrader sowie auch der NinjaTrader, eigentlich haben alle Trading-Softwares diverse kleine Fehler. Wenn man sie nicht kennt, dann läuft man Gefahr, solche falschen Backtests durchzuführen. Deswegen Punkt 2, Demo-Trades durchführen. Der dritte Punkt ist mit dem Entwickler kommunizieren. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Punkt. Das erleben wir auch selbst bei AgroCamp. Die Leute, ja, die möchten oder schnuppern erstmal so ein bisschen an uns, sage ich mal. Wenn die etwas programmieren lassen von uns, dann ja, testen wir uns erstmal, gucken erstmal, was haben die eigentlich drauf, testen vielleicht erst so einen kleineren Auftrag oder googeln ein bisschen und schauen sich an, was sie schon so entwickelt haben. Wenn sie sich irgendwo was programmieren lassen oder mit dem Gedanken spielen, etwas programmieren zu lassen, dann finde ich,
das auch eine gute Art, um da ein bisschen Vertrauen zu gewinnen. Also wenn Sie jetzt klar, wenn Sie jetzt bei uns sind, wie es andere Kunden machen, die reden einfach viel mit uns, die haben am Anfang noch ein bisschen Angst davor, haben halt nicht das Wissen, was alles auf einen zukommt und so. Und dadurch entwickelt man auch ein gewisses Vertrauen in das Handelssystem, weil man weiß, ja, wie kompetent oder wie verlässlich der Programmierer dahinter ist. Also der dritte Punkt, um halt Vertrauen in ein System aufzubauen. Wenn Sie halt nichts entwickeln lassen, sondern eher irgendwo ein fertiges System kaufen, dann ist natürlich das Gleiche hier. Dann würde ich auch einfach mal vorher die Support-Funktion nutzen. Mal schauen, wie ist der Entwickler drauf? Kann der meine Fragen fachlich gut beantworten? Habe ich das Gefühl, da ist jemand wirklich vom Fach? Dann haben wir halt auch nochmal so einen Punkt, der uns ein bisschen beruhigt. Risikoprofil erstellen, das ist der vorletzte Punkt. Den überspringe ich erstmal, weil wir gleich zu dem praktischen Teil kommen. Da kann man es ein bisschen besser darstellen. Das sieht auch anschaulicher aus. Der letzte Punkt sind Benachrichtigungen. Wir zum Beispiel bei AgroCamp, wir haben es jetzt so, wir sind ja schon jahrelang in dem Bereich drin. Wir haben jetzt keine Benachrichtigung, was einfache Ausführungen angeht. Aber was wir immer empfehlen, wer gerade frisch im Algo-Trading-Bereich unterwegs ist, der kann einfach die kostenlose Funktion nutzen, von dem MetaTrader zum Beispiel, sich benachrichtigen zu lassen bei jeder Aktivität auf dem Konto. Das heißt, wird ein Trade ausgeführt, wird eine Order ausgeführt oder geändert, dann bekommen wir einfach eine E-Mail oder eine Push-Nachricht auf unser Smartphone oder Tablet kostenlos. Das ist auch ein großer Schritt, den mögen auch sehr viele, wenn man nicht so weit ist, um zu sagen, na klar, bin da ganz locker, ich mache den Computer aus, ich lasse es auf dem Server laufen, das läuft schon. Kann man natürlich machen, aber wenn man hier frisch in dem Bereich ist, dann ist es wirklich empfehlenswert, einfach die Benachrichtigung zu aktivieren. Irgendwann, früher oder später, wird einem die einfach nerven, wenn da ständig irgendwas auf dem Konto passiert. Aber man muss es erstmal miterleben. Man muss das Gefühl dafür bekommen und sieht, okay, das System, das macht ja wirklich was ständig, das ist ja wirklich immer am Arbeiten. Ich vertraue dem jetzt mache ich die Benachrichtigung, ja, quasi aus. Das kommt mit der Zeit. Gut, machen wir gleich mal weiter mit dem praktischen Beispiel. Dafür switche ich einmal rüber in eine virtuelle Maschine. Start mal kurz den MetaTrader. Der liegt noch kurz. Solange kann ich mal was Kleines erklären. Dafür mache ich kurz mein Excel-Sheet auf und muss noch parallel ein Statement öffnen, also ein Backtest aus dem MetaTrader. Den muss ich ganz kurz suchen. Das haben wir gleich. Backtest. Dann nehmen wir einfach mal als Beispiel, wirklich mal als Demonstration, den Moneymaker Expert Advisor, den wir bei AgroCamp entwickelt haben. Und dann ziehe ich das hier mal rüber. So, das ist so der typische Statement. Das kennen Sie wahrscheinlich schon. Wenn Sie MetaTrader mal im Backtest ausgeführt haben, dann kommen Sie das exportieren. Dann haben Sie halt den MetaTrader Statement. Das sieht so aus. Die erste Seite ist interessant. Die anderen, ich glaube, das sind 120 Seiten, es sind jede Aktivität zu sehen. Wann wurde eine Order geändert? Wann wurde was ausgeführt? Stop-Loss gerissen und so weiter. Wie gesagt, für uns jetzt ist nur die erste Seite interessant. Also, wir müssen uns vorstellen, wir haben jetzt ein System gekauft, selbst entwickeln lassen. Das spielt jetzt keine Rolle. Und wir haben wahrscheinlich die Einstellung und sagen, naja, ich traue mich hier irgendwie nicht ran. Das ist doch, da kann ich doch Geld verlieren. Ich habe doch schon so viele Sachen gegen die Wand gefahren. Prinzipiell nicht falsch. Na klar, es kann immer was passieren. Aber wir können uns im Vorfeld Rahmen setzen. Das heißt, wir können im Vorfeld ganz sachlich und ja, oder nüchtern an die Sache rangehen. Ich nehme einfach mal ein Beispiel. Wir haben ein Trading-Konto von 5.000 Euro. Ich schreibe das einfach mal, damit wir das alle im Kopf haben, mal in die Excel-Liste auf. Wir haben ein Startkapital auf dem Konto. Das ist jetzt 5.000 Euro. Das heißt nicht zwingend, dass wir bereit sind, 5.000 Euro zu verlieren. Da müssen wir immer unterscheiden. Wenn Kunden von uns nicht wissen, wie viel Volumen denn zu empfehlen ist, dann können wir nicht sagen, ja, empfehlenswert sind immer 10 Lots, weil das richtig schön die Performance-Kurve hochbringt, sondern müssen wir mal die Gegenfrage stellen, was sind Sie denn bereit zu verlieren oder wo ist Ihre Schmerzensgrenze? Und die liegt immer nicht da, wo das Trading-Kapital ist und schon gar nicht da, wo das gesamte Vermögen ist. Also keiner sollte jetzt sagen, ich habe mir jetzt über Jahre lang hart 5.000 Euro erspart. Da kann ich nicht sagen, okay, ich bin auch bereit, die 5.000 Euro zu verlieren.
Kann man natürlich machen, sollte man natürlich aber nicht. Das ist ganz wichtig. Deswegen stellen wir immer die Gegenfrage, was sind Sie denn bereit zu verlieren, wo Sie sagen, okay, wenn das Geld weg ist, dann ist es weg, ist es okay für mich, ist es abgeschrieben, ist es ein Investment, so gesehen. Sagen wir einfach mal, wir sind hier bereit, ein Risiko einzugehen von 2000 Euro. Wir sagen also, ich habe zwar 5000 Euro auf dem Konto, einfach nur, weil ich es zur Verfügung habe und weil ich genug Geld für die Margen haben möchte. Vielleicht werde ich nebenbei noch ein bisschen manuell, da brauche ich ja auch Geld für. Dann haben wir ja so ein Startkapital von 5000 Euro und wir sagen, ich investiere in diese, ja, ich nenne es mal Projekt, Handelssystem 2000 Euro. Das heißt, innerlich sollte ich vielleicht die 2000 Euro ja, abschreiben, sage ich mal leicht, einfach nicht mehr, ja, einfach als Investment ansehen, das ist besser beschrieben. Investieren also 2000 Euro in ein System. Maximal sind die 2000 Euro weg und im Idealfall komme ich halt dahin, wo ich hin wollte und gewinne halt mehr, sodass aus meinen 5000 Euro halt 5500, 6000 und so weiter werden. So, und das Ganze können wir auch einhalten, das ist gar kein Problem. Wenn wir sagen, wir möchten nur 2000 Euro verlieren, dann können wir es auch machen. Wir dürfen jetzt nicht sagen, ich trade jetzt 10 Lots und nach einem Verlust, jetzt habe ich die 2000 Euro Verlust erreicht, dann höre ich auf. Das dürfen wir nicht. Sondern wir müssen jetzt die Werte, die wir aus dem Backtest haben, verwenden. Und das ist ganz wichtig. Wir haben hier oben zahlreich viele Werte. Wir haben hier eine einfache Sache, die Einzahlung, die wir hatten. Wir haben hier einen Profitfaktor. Wir sehen hier maximalen Rückgang, also der sogenannte Drawdown. Das System hier, ich guck mal kurz, es hat mit, was sind das, 1000 Euro gestartet, hat einen Gewinn am Ende gemacht von 5.800 Euro und maximalen Drawdown, das heißt vom Depot hoch zum nächsten tiefsten Depot-Tief, lag hier bei 423 Euro. So, das ist eine ganz wichtige Kennzahl, die wir benötigen. Wir haben hier noch andere Kennzahlen, die sind wichtig ein bisschen für die Psychologie, beispielsweise die Anzahl der Trades. Wir sehen hier, wir haben 660 Trades gemacht innerhalb der, ja, von 2010 bis 2017 bis quasi bis letzten Monat. Das ist schon mal eine wichtige Zahl, um für die Zukunft einfach zu wissen, funktioniert jetzt was nicht oder stimmt jetzt was nicht. Also wir können jetzt die Zahlen einfach runterbrechen auf die ganzen Jahre, die 660 Trades und haben dann einfach irgendeine Zahl raus von durchschnittlich 0,3 Trades am Tag, dann wissen wir, okay, in der Zukunft trade ich so circa alle drei Tage kommt mein Trade. Das heißt, wenn ich dann das Live-Trading starte und ich sehe, wir haben jetzt schon 5 Wochen kein Trade, dann weiß ich, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wenn ich das Live-Trading starte und ich habe jetzt seit 2 Stunden keine Trades, dann weiß ich, okay, das ist alles okay. Denn innerhalb der letzten 6, 7 Jahren habe ich auch mal 3 Tage keine Trades gehabt. Also alle Zahlen oder fast alle Zahlen, die hier drin sind, damit sollten wir uns beschäftigen. Wir müssen nicht ganz genau die Formel vom Profit-Faktor oder von den ganzen Zahlen hier kennen, sondern viel wichtiger ist einfach grob zu verstehen, was heißt das alles. Viele Sachen sind selbsterklärend, größter Gewinntrade, größter Verlusttrade und so weiter. Aber für die Berechnung hier, um Ihnen so ein bisschen das Risikoprofil zu zeigen oder die Angst zu nehmen, ist wirklich der Wert maximaler Rückgang, also Drawdown. So, wir haben hier in dem System, haben wir durchgehend mit 0,1 Lot gehandelt. Das heißt, wenn wir uns ein bisschen Arbeit ersparen möchten und das Ganze im Kopf überschlagen, können wir sagen, wir handeln hier einfach nur mit 0,1 Lot. Und bei 0,1 Lot haben wir am Ende ein Pip-Value quasi von 1 Euro. Wirklich einfach gesagt. Also wenn man es genau berechnet, ist es ein bisschen unterschiedlicher, aber einfach rechnen kann man immer mit 1 Euro. Handeln wir mit 1 Lot, würde ein Pip 10 Euro ausmachen. Gut. Wir wissen also, wir verlieren mit 0,1 Lot 423 Euro. Und wir möchten aber nur 2000 Euro verlieren. Gut, was heißt das? Na, kurz nochmal zur Erklärung. Wir müssen in der Zukunft es aushalten können, wenn das System diesen Drawdown nochmal erreicht. Denn wenn wir den Drawdown innerhalb der letzten 6, 7 Jahre schon mal erreicht haben, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass wir ihn auch in der Zukunft erreichen. Er könnte auch schlimmer werden. Das ist ganz wichtig zu wissen. Aber wir können nicht sagen, oh, 200 Euro verloren, ich mache das System aus, das funktioniert ja nicht mehr. Klar, das ist Ihr Geld, das können Sie jederzeit machen, aber es ist nicht sinnvoll. Denn wir können nicht erwarten, dass wir in der Zukunft eine bessere Performance haben als in der Vergangenheit. Das ist auf gar keinen Fall. Deswegen, wir müssen in der Lage sein, wenn wir jetzt mit diesem Volumen handeln,
müssen wir live in der Lage sein, mindestens 423 Euro verlieren zu können. So, wir sagen aber, wir haben 2000 Euro, die wir riskieren möchten. Also können wir ein bisschen mehr riskieren in das Ganze. So, würde ich jetzt 0,2 Lots handeln, dann wäre mein maximaler Drawdown bei dem Doppelten, also bei ca. 900 Euro und so weiter. Wenn ich das jetzt aufteile, ich möchte aber 2000 Euro riskieren, dann kann ich so circa ja, 0,47 Lots, sagt mein Taschenrechner, handeln. Und wenn ich also 0,47 Lots trade pro Trade, dann ist der maximale Drawdown bei ca. 2000 Euro. So, und damit haben wir das Risiko ganz groß in der Hand oder zum großen Teil natürlich. Empfehlenswert ist es, hier immer noch einen kleinen Puffer zu haben. Das heißt, es kann durchaus natürlich sein, klar, es kann sein, dass wir von heute auf morgen das System nicht mehr funktioniert. Dann wird er recht schnell den Drawdown erreichen von 423 Euro in dem Beispiel. Wird dann weitergehen auf 500, 600.000. Wenn es jetzt gar nicht mehr funktioniert, wird es das ganze Konto gegen die Wand fahren. Das kann immer passieren. Aber es ist sehr wahrscheinlich oder ja, einfach wahrscheinlich, dass wir diesen Rückgang auch im Live-Modus erreichen. Das heißt, wir sollten nicht genau die 2.000 Euro hier unterbekommen, also jetzt nicht genau die 4,7 Lots handeln, 0,47 Lots, großer Unterschied, sondern wir sollten einfach sagen, okay, ich trade jetzt lieber 0,3 Lots, dann habe ich noch ein bisschen Puffer über, dann habe ich so ca. 600, 400, 500, 600 Euro über für den Puffer, falls der Drawdown mal stärker wird. Und wir dürfen ja immer nicht vergessen, wir sind ja hier im Backtest unterwegs und der Backtest ist so, ja, so eine Art steriles Labor. Da funktioniert immer alles, da fällt kein Rechner aus, da gibt es keine schlechten Ausführungen. Deswegen einen Puffer zu rechnen, ist immer ganz empfehlenswert hier. Wäre quasi so die Herangehensweise, wir lassen das System live laufen und nehmen aber ein Volumen von 0,3 Lots. Wir wissen, damit haben wir so circa maximalen Drawdown, wenn wir den hier erreichen von so 1.300, 1.400 Euro. Wir wollen maximal 2.000 Euro riskieren, dann haben wir noch einen Puffer von circa 700 Euro. Das klingt solide, das ist okay. Dann wissen wir auch, was passiert nicht von heute auf morgen, dass wir plötzlich so viel Geld verlieren. Denn wenn wir mal gucken, wie der größte Verlusttrade war, der war hier mit 0,1 Lot 55 Euro. Das heißt, wenn wir mit 0,3 Lots handeln, das ist ja hier unser Zielvolumen quasi, dann würden wir maximal halt mit einem Trade, mit dem schlimmsten Trade, der in dem System vorkam, innerhalb der letzten 6, 7 Jahre 150 Euro verlieren. Und dann können wir uns selbst ausrechnen, wenn das System nur alle 2, 3 Tage mal handelt und der schlimmste Trade überhaupt bei 55 Euro, jetzt in dem Fall 150 Euro lag, dann würde es nicht vorkommen, dass es das System von heute auf morgen die 2000 Euro verbrennt. Klar, in der Praxis kann immer was passieren. Wir haben das in der Vergangenheit auch gesehen mit einer Nachschusspflicht bei dem Schweizer Franken-Crash. Da hat man plötzlich mehr Geld verloren, als man eigentlich auf dem Konto hatte. Aber das ist ja heute nicht mehr so wie früher, dank des Verzichts auf der Nachschusspflicht. Genau, und damit können wir mal ziemlich viele Trader überzeugen. Wir einfach sagen, das Risiko, das haben Sie eigentlich in der Hand. Es ist nicht der Markt, der das Konto schrottet, sondern im Endeffekt sind Sie es und Sie bestimmen einfach, was Sie verlieren. Und wenn wir im Vorfeld schon sagen, 2.000 Euro zu verlieren, das tut nicht weh, klar, es ist eine Menge Geld, aber wenn wir sagen, das ist unser Investment, wir verlieren die 2.000 Euro, weil das System nicht mehr funktioniert, dann können wir natürlich sagen, okay, das war ein Investment, so wie im normalen Leben außerhalb des Tradings auch, hat nicht funktioniert, die Wette ist nicht aufgegangen, das Geld ist halt weg. So sollte man immer sein Volumen bestimmen oder so wie es auf der Folie besser gesagt beschrieben ist, das Risikoprofil erstellen. Das ist ganz wichtig. Alles andere wird nicht funktionieren. Wir können nicht auf den Chart sehen und sagen, super, das ist ja, geht ja nur hoch, haben ja extrem viel Geld verdient, dann lasse ich jetzt einfach 10 Lots handeln mit meinem 5.000 Euro Konto. Da passiert es ganz schnell, dass 2, 3 Verlusttrades einfach das Konto kann aushebeln. Genau. Das dazu zu dem Vertrauen gewinnen durch ein Risikoprofil. Das war hier der vorletzte Punkt. Gehen wir mal auf die Seite, was kann eigentlich alles beim Algo-Trading passieren? Es kann vieles passieren, aber im Endeffekt haben wir hier einige Schutzmechanismen, die dann auch noch auf der nächsten Folie gezeigt werden. Also was kann passieren? Es kann natürlich passieren, dass das System, ich möchte jetzt nicht sagen, schlecht programmiert wurde, aber ja, es passieren immer mal Fehler. Das kennen Sie wahrscheinlich auch von Ihrem Computer zu Hause.
auch der hat mal Fehler, auch der stürzt mal ab oder macht mal, was er nicht machen soll oder andersrum. Das kann natürlich auch beim Handelssystem passieren. Ein kleiner Fehler wäre zum Beispiel, dass er in einer gewissen Situation, die einmal im Jahr vorkommt, wenn beispielsweise der Kurs über dem Durchschnitt ist und irgendwie gerade das Wochenende ist oder irgendwas, irgendeine besondere Situation ist, dann kann es natürlich vorkommen, dass da irgendein kleiner Fehler drin ist. Den haben Sie davor nicht gemerkt, weil Sie im Backtest das wahrscheinlich übersehen haben und der Fehler nur einmal im Jahr auftritt. Das sind so die harmlosen Fehler, die natürlich vorkommen können. Was auch passieren kann, das habe ich auch schon erlebt in den letzten 11 Jahren, dass wir ein kleines Maschinengewehr-Algo entwickeln, so nenne ich es mal. Es kann also natürlich sein, dass wir ein System haben, was plötzlich in der Endlosschleife oder Pause irgendwann handelt. Wenn es schlecht ist, dann natürlich irgendwo ein Future, vielleicht ein DAX-Future, der Endlosschleife. Das kann theoretisch natürlich passieren. So wie wir überall eine Endlosschleife haben, dass irgendwo ein Programm piept und aufhört, irgendwie Fenster sich draußen eröffnen, ist theoretisch beim System. Da muss man einfach sauber programmieren. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei keinem System gehabt. In der Vergangenheit, schon lange, lange her, haben wir es natürlich bei eigenen Systemen auch mal gehabt, dass Systeme ja, durch einen kleinen Fehler einfach mal den Markt leer gekauft haben. Passiert. Aber durch die Erfahrung, die man gesammelt hat, kam das bei uns nicht mehr vor. Da gibt es einfach ganz simple Schutzmechanismen inzwischen bei der Programmierung, dass man einfach ganz klar sagt, du darfst nur Exposition aufbauen und dann ist vorbei. Wie man das genau nochmal absichert oder schützt, das sagen wir gleich nochmal auf der nächsten Folie. Da haben wir nochmal die Absicherung im Algo-Trading. Zweiter Punkt, der auch noch passieren kann am Algo-Trading, ist natürlich ganz simpel, dass die Strategie nicht mehr funktioniert. Es kann einfach vorkommen, dass von heute auf morgen, so schlimm ist es in der Regel nicht, es ist sehr schleichend, aber es kann vorkommen, dass eine Strategie, die lange profitabel war, nicht mehr profitabel ist. Das hat verschiedene Gründe. Der Markt ändert sich, gewisse Marktteilnehmer sind nicht mehr am Markt, gesetzliche Veränderungen, vielleicht sind irgendwelche Produkte nicht mehr erlaubt, die dafür gesorgt haben, dass unsere Strategie funktioniert, beispielsweise, oder. Der Grund ist erstmal egal an dieser Stelle. Aber wichtiger ist einfach zu wissen, dass jede Strategie oder so gut wie jede Strategie irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich habe in den letzten Jahren schon ziemlich viele Strategien kommen und gehen gesehen. Der Rekord, den ich erlebt habe von einer Strategie, der niemals verändert wurde, also sie wurde einmal entwickelt, lief dann jahrelang, die hat 12 Jahre lang funktioniert ohne Anpassung und war vom ersten Tag bis zum letzten Tag immer durchgehend profitabel. Solche Strategien gibt es. Das sind aber auch wirklich so die Ausnahmen. In der Regel kommt es einfach vor, oder wir müssen unbedingt Strategien immer ja, aktualisieren, überarbeiten, anpassen. Wir können bei der Entwicklung natürlich schon darauf achten, dass wir nicht allzu viele fixe Parameter verwenden. Als ein Beispiel, wir haben jetzt vor 10 Jahren vielleicht ein DAX-System entwickelt und haben da einen Stop-Loss genommen von 30 Punkten, weil damals 30 Punkte wirklich viel waren. Und wenn wir das System heute noch am Laufen hätten, dann würde das System innerhalb von 2 Sekunden ausgestoppt werden, weil heute 30 Punkte nichts mehr im DAX sind. Solche Beispiele kann man halt, wenn man die berücksichtigt, dann sorgt man dafür, dass eine Strategie länger funktioniert als nur ein paar Tage. Ja, aber dadurch, dass wir ein Risikoprofil erstellen, sind wir einfach darauf, ja, gefasst oder vorbereitet, dass das System irgendwann vielleicht nicht mehr funktioniert. Was können wir dagegen tun? Klar, wir müssen die Strategie immer im Überblick haben, wir müssen sie immer beobachten, müssen schauen, wenn sie abweicht, beispielsweise wenn der maximale Drawdown überschritten wurde. Woran liegt es? Was kann man dagegen tun? Kann man die Strategie noch optimieren? Gibt es irgendwelche Parameter, die jetzt noch zu starr sind, die angepasst werden müssen an die aktuelle Marktphase? Ist die aktuelle Marktphase einfach total unpassend und so weiter? Das ist ganz wichtig. Aber Kernaussage dahinter ist eigentlich, dass man sich unbedingt darauf vorbereiten sollte. Und das macht man ja, indem man das Risikoprofil, was wir hier kurz ausgerechnet haben, einfach durchrechnen. Wenn der Tag X gekommen ist, wo die Strategie nicht mehr profitabel ist und wir sie vielleicht nicht mehr aktualisieren, keine Ideen mehr haben oder der Entwickler keine Ideen mehr hat, dann ist es einfach so, dann läuft die Position oder das ganze System in den maximalen Drawdown, also hier bei den 2000 Euro. Dann können wir theoretisch sagen, okay, das System, das beende ich jetzt, da gibt es keine Aktualisierung mehr, das ist für mich vorbei zum Beispiel.
Klar, wenn es zu Beginn passiert, ist es natürlich nicht profitabel für uns, aber wir müssen das Ganze natürlich ein bisschen weiter in der Zukunft sehen. Wir haben das Konto jetzt schon irgendwann dann bei 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 Euro. Dann geht es runter mit dem Drawdown, wir verlieren 1.000 und sind dann plötzlich noch bei 7.000 Euro, beenden das Ganze und dann haben wir halt dieses Projekt EA XY beendet mit einem Gewinn von 2.000 Euro und ja, können wir quasi zu dem nächsten EA gehen und unsere nächste Strategie entwickeln. Aber wie gesagt, das soll nicht so eine Hüpfstrategie sein, dass man von System zu System springt. Wichtig ist halt, dass der Strategieentwickler halt immer dahinter ist und dabei ist, die Strategien zu aktualisieren, wenn möglich. Es geht natürlich nicht immer. Man drückt nicht auf den Knopf und sagt, so, jetzt geht's wieder. Es kann einfach sein, dass Strategien einfach nicht mehr funktionieren, weil der Markt nicht mehr dafür da ist. Ganz wichtig. Absicherung, die Absicherung im Algo-Trading. Was können wir machen, um die Gefahren so gut wie möglich aus der Welt zu schaffen? Auf der einen Seite haben wir natürlich den Hebel, den wir herabsetzen können. Das ist auch ein ganz interessanter Trick. Wenn wir vielleicht Gefahr laufen oder Angst davor haben, dass das System wirklich irgendwann mal ausrastet und ein Kontrakt nach dem anderen handelt, das Ganze können wir ja ganz starr absichern, indem wir einfach zum Broker gehen und sagen, bitte setz mir meinen Hebel runter, dass ich mit meinen 5.000 Euro nicht mehr 20.000 Lots handeln kann, sondern vielleicht nur noch ein Lot handeln kann. Das ist eine Sache, da kann man das Handelssystem so schlecht und so unsauber programmieren, wie man möchte. Es würde dann einfach keine Order mehr, ja, genehmigt bekommen. Er möchte zwar handeln, das System, aber der Broker würde die Order einfach ablehnen und wir hätten hier nochmal so einen Schutz davor, dass unser EA irgendwie extrem viel Volumen aufbaut und unser Konto überhebelt. Das ist immer ganz interessant. Da kann der EA auch nichts dran ändern. Das macht man mit dem Broker aus. Dann ist es geändert und dann geht da einfach nichts mehr drumherum. Die Nachschusspflicht, die haben wir zum Glück inzwischen nicht mehr mit Sternchen, je nachdem, wie groß das Konto ist. Da müssen Sie einfach mal genau einlesen, bis wann oder ab wann die Nachschusspflicht wieder gilt. Aber für kleine Konten, bei DE-Konten geht es ja halt nicht. Und das ist ein großer Vorteil im Vergleich zu vor ein paar Jahren noch, wo wir eigentlich immer die Gefahr hatten. Wir haben es ja beim Schweizer Notenbank-Crash gesehen, oder beim Schweizer Franken-Crash besser gesagt gesehen, dass einfach ziemlich viele viel, viel, viel mehr Geld verloren haben, als sie jemals auf dem Trading-Konto hatten. Das war mein Risiko damals. Das konnte man nicht so wirklich steuern. Heute ist es nicht mal ein großes Problem für uns Trader, wenn wir einfach da zusehen, dass wir mit unserem Konto und unseren Kontoständen in dem Bereich bleiben, wo wir der Nachschusspflicht aus dem Weg gehen können, dann können wir halt wirklich nur das verlieren, was wir auf dem Konto haben. Der dritte Punkt, Backtest analysieren, hatten wir gerade schon eben mal durchgegangen. Es macht einfach nur Sinn, die Kennzahlen sich mal zu erarbeiten oder durchzugucken und für sich selbst zu entscheiden, passt das für mir, passt es nicht. Und um das Ganze jetzt hier auf die Folie zu bringen mit Absicherung im Algo-Trading, hier ist die Kernkennzahl halt der maximale Drawdown. Das mit unserem Volumen durchrechnen. Also wir können das Ganze ja auch von der anderen Seite herangehen und sagen, ja, so Pi mal Daumen möchte ich das System jetzt mit 2.000, mit zwei Lots handeln. Dann rechne ich das einfach mal hoch mit dem maximalen Drawdown und dann habe ich einen maximalen Drawdown in Euro. Beispielsweise jetzt 40.000 Euro. Und dann kann ich für mich selbst ja entscheiden, bin ich bereit, 40.000 Euro zu verlieren? Oder sage ich, na ja, 20.000 Euro ist mir lieber, dann trade ich das immer mit dem halben Volumen. So können wir halt das Ganze auch mal absichern. Die Berichtigung hatte ich ja zu Beginn ganz kurz erwähnt. Es macht wirklich Sinn für den Anfang. Es dauert wahrscheinlich nicht lange, bis Sie genervt sind davon, ständig die Push-Nachricht zu bekommen. Man kann sich das natürlich auch ein bisschen smarter gestalten, indem man einfach das Ganze anders programmiert, indem man sagt, ich schicke mir jetzt vielleicht nur zwei, drei E-Mails am Tag, morgens, mittags, abends, eine Bestands-E-Mail raus, da steht drin, was hat das System gemacht, was für Positionen und Orders hat es auf, und dann gucke ich mir die drei Nachrichten an. Alternative ist natürlich auch, dass wir uns einfach die MetaTrader-App auf dem Smartphone kostenlos installieren und dann von unterwegs regelmäßig mal raufgucken, um zu sehen, ob da alles noch okay ist auf dem Konto. Macht natürlich auch ein bisschen Spaß, wenn man von unterwegs sieht, wie die Positionen hin und her sich bewegen, wie der Profit und Loss steigt und fällt. Aber so die Benachrichtigung, das haben wir in meiner Kundenarbeit gemerkt, das kommt bei sehr vielen gut an, weil sie einfach das Gefühl haben, immer sofort informiert zu werden. Irgendwann hat man dann einfach das Vertrauen, weil man weiß, der Backtest ist okay, man hat sich hier
den Rahmen gesteckt, den finanziellen, und weiß, okay, was muss ich so verlieren? Welche Summe muss ich in Kauf nehmen? Wie oft handelt das System? Das haben wir ja im Backtest hier oben gesehen. Was sind so prinzipiell die Erwartungen? Was kann ich erwarten? Wie groß ist meine Rendite? Das alles sind so Punkte. Wenn wir die haben, dann können wir relativ schnell oder ein gutes Vertrauen in ein System, ja, gewinnen. Das heißt, wir würden jetzt ja drauf gucken und irgendwie sehen, ei, ich habe hier maximal Drawdown von 90%. Selbst wenn ich das kleinste Volumen handle und der handelt jetzt 20 Mal am Tag, das ist irgendwie nichts für mich. Dann lassen wir das Ganze im Demokonto laufen und wir haben da auch das Gefühl, wir verstehen einfach nicht, was das System macht und es handelt ständig nur, wenn wir sagen, das sind quasi die Orders innerhalb von einer Sekunde, dann ist es nichts für uns, dann haben wir halt kein Vertrauen in das System. Deswegen, wären wir gar nicht an der Stelle jetzt angekommen, sondern würden wahrscheinlich schon früher sagen, naja, das lasse ich jetzt mal lieber sein, das ist nichts für mich. Vielleicht für wen anders, aber für meinen Charakter passt es nicht. Und der letzte Punkt mit der Absicherung, so der Klassiker, den auch jeder andere Trader-Coach predigt, ist halt immer einen Stop-Loss am Markt zu haben. Das Ganze gilt auch für Handelssysteme natürlich. Es kann nicht groß passieren, wenn einfach ein enger Stop-Loss oder enger ein strategiegerechter Stop-Loss einfach immer aktiv ist. Es macht keinen großen Sinn, eine Position am Markt zu haben ohne Stop-Loss. Ich weiß, es gibt da viele, die einfach eher ein bisschen Angst davor haben, dass der Broker einfach guckt, wo liegen die Stop-Loss und die ganzen Stop-Loss dann mitreißt. Und man hat immer das Gefühl, der Broker hat jetzt nur den Stop-Loss angetickt und der Markt hat sich dann wieder weiter wegbewegt. Ist wahrscheinlich berechtigt bei einigen Hinterhofbrokern. Aber ich denke mal, bei dem Thema müssen wir uns jetzt hier bei FX-Werts keine großen Sorgen machen. Deswegen ist es einfach sinnvoll und sicher, immer einen Stop-Loss am Markt zu haben. Denn was kann dann passieren? Sagen wir einfach, unser Handelssystem stürzt ab, unser MetaTrader stürzt ab, unser Computer, unser Trading-Server, was auch immer. Das System ist nicht mehr aktiv. Was kann dann maximal passieren? Maximal haben wir halt eine Position am Markt, die einfach so oder so einen fixen Stop-Loss hat. Das heißt, maximal kann die Position den Verlust erzielen, den wir eh eingeplant haben am Anfang. Vielleicht läuft es auch für uns und wir verlieren nicht Geld, sondern nehmen viel mehr Geld mit, als wir eigentlich geplant hatten. Oder die Position dümpelt einfach nur hin und her. Aber das Wichtige daran ist einfach, der Stop ist es am Markt und da kann uns nichts mehr passieren. Dann wird der Stop losgerissen, dann ist da auf dem Konto nichts mehr los, bis wir wieder unsere Systeme gestartet haben, das Handelssystem aktiviert haben oder ähnliches. Deswegen ja auch ganz fett geschrieben, gilt natürlich nicht nur fürs Algo-Trading, sondern auch prinzipiell mit Stop-Loss am Markt. Das Ganze kostet ja nichts, außer zwei, drei Klicks. So, was gibt es denn nun eigentlich für Varianten, um umzusteigen? Also wir haben jetzt schon unser Risikoprofil erstellt, wir haben jetzt schon ein bisschen auf dem Demokonto gehandelt, haben den Backtest durchgeführt und wir sind jetzt an der Stelle, wo wir sagen, super, eigentlich mag ich das System, ich möchte es jetzt gerne live handeln lassen. Live-Trading kann ich sagen, das kennen Sie wahrscheinlich auch, das muss ich Ihnen gar nicht erzählen. Live-Trading ist immer noch mal was, ein ganzes Stück anderes als Demo-Trading, weil es einfach unser hart erarbeitetes oder erspartes Geld ist, was wir hier ja einfach riskieren und mit wenigen Mausklicks hin und her bewegen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wir haben hier so drei Möglichkeiten, um umzusteigen von dem Demo-Trading auf das Live-Trading. Variante 1, das ist die sanfte Variante. Wir sagen einfach, ja, okay, ich habe zwar schon das Vertrauen, aber Live-Trading ist irgendwie noch was anderes. Ich traue mich nicht ganz. Dann können wir natürlich einfach das kleinste Volumen handeln, was wir bei unserem Broker können. Dann sagen wir einfach, ich handle den Euro-Dollar jetzt mit vielleicht 0,1 oder 0,01 Lots. Und ich möchte, erwarte da jetzt nichts. Ich möchte jetzt da nicht meinen nächsten Urlaub von finanzieren, sondern ich möchte einfach nur sehen, dass es im Live-Trading auch funktioniert. Vielleicht gibt es da irgendwelche Probleme oder irgendwelche Sachen, die nur auf dem Demokonto laufen. Das können wir durch den sanften Umstieg, wenn man so schön nennen möchte, halt einfach herausfinden. Die mittlere Variante, das ist so der halbe Umstieg, dass wir einfach so unser System so umprogrammieren oder so umbauen, dass das Handelssystem automatisiert nach Entry-Signalen sucht oder vielleicht auch nach Exit-Signalen, aber dass wir immer noch die Person sind, die Orders dann abschickt. So ist es beispielsweise bei unserem Markttechnik-Addon, dem MTA. Das ist auch so. Der MTA sucht nach statistischen Auswertungen den besten Einstiegspunkt nach der Markttechnik und visualisiert das Ganze, schickt eine Push-Nachricht bei Bedarf heraus und der Händler entscheidet dann und sagt dann, okay, das möchte ich handeln oder er sagt, nö,
möchte ich jetzt nicht handeln, heute ist irgendwie viel zu viel los, dem Markt vertraue ich heute nicht oder was auch immer. Also der halbe Umstieg. Das Ganze können wir mit jedem System machen. Wir können aber sagen, wenn unsere Strategie ist Durchschnitt kreuzt Durchschnitt, dann möchte ich einen Alarm haben, wenn der Durchschnitt den anderen Durchschnitt kreuzt. Und dann gucke ich rauf, sage ja, das trade ich jetzt, hier packe ich mein Stop-Loss hin, hier mein Take-Profit und fertig. So haben wir immer noch die letzte Macht quasi, das letzte Wort in dem Bereich. Aber wir sind schon mal gut auf einem guten Wege und sind halb automatisiert. Signale, die kommen automatisiert. Wir müssen also nicht mehr warten, bis die Indikatoren sich kreuzen oder was auch immer. Das macht der Alme. Also, und der letzte Umstieg, das ist so der harte Umstieg, wie wir es genannt haben, ist knallhart. Man sagt, super, Zero Trading läuft, Backtest läuft, ich habe Vertrauen, ich habe eh geplant, damit 10 Lots zu handeln. Das nehme ich jetzt live und haue gleich 10 Lots rein. Zu empfehlen ist es ja prinzipiell nicht. Man sollte durchaus mindestens ein paar Tage, wenn man mit einem kleinen Volumen einfach das Ganze antesten, wirklich um technisch das Ganze zu überprüfen, aber auch für sich die mentale Kraft zu gewinnen. War keine Frage, hier muss man auch ein bisschen unterscheiden. Die Vermögensverwaltungen, mit denen wir zusammenarbeiten, bei denen gibt es keinen sanften Umstieg, da gibt es einfach nur den harten Umstieg und der ist dann wahrscheinlich so in der Regel immer bei circa 10 Lots, wo dann angefangen wird zu handeln, aber es sind einfach ganz andere Welten. Da steckt einfach was an, anderer Hintergrund dahinter, da steckt einfach viel Investition, viel Geld, was in die Forschung oder in die Entwicklung gesteckt wurde. Da soll das System dann auch schon nach 2 Tagen die ganzen Kosten wieder reinholen. Aber wir privat, als privater Trader haben diesen Zwang natürlich nicht. Wir haben hier, wenn man es so sehen möchte, den Luxus und können einfach sagen, super, ich trade jetzt hier mit einem kleinen Volumen und teste das Ganze und ich kann mir noch 2, 3 Wochen Zeit lassen, erst dann lege ich so richtig los, wenn wir es so sehen möchten. Deswegen gucken Sie einfach mal an, was für Sie so der beste Weg ist. Meine Empfehlung ist halt immer wirklich der sanfte Umstieg. Mit einem kleinen Volumen können wir nicht viel verlieren, aber wir sind wirklich endlich live am Markt, machen Live-Erfahrung und da gibt es, ob wir dann mit 0,01 Lots handeln oder mit 2,5 Lots handeln, da gibt es so gut wie keine Umstiege, keine Unterschiede. Klar, Unterschied zwischen 0,1 Lot und 400 Lots ist dann schon da, weil die Orders dann ein Stückchen anders ausgeführt werden, aber ich denke mal, in der extremen Region unterhalten wir uns ja hier gar nicht. Deswegen meine Empfehlung, immer den sanften Einstieg zu wählen. Schadet nichts. Der Markt rennt nicht weg. Wir können ruhig noch 1, 2 Wochen mit kleinem Volumen handeln und es entgeht nichts. Wie machen wir es denn eigentlich? Wie machen wir es eigentlich, wenn wir eine neue Strategie haben? Wir haben sie programmiert und wissen jetzt noch gar nicht, was machen wir damit? Lassen wir es auf unserem Konto laufen? Lassen wir es auf Konten der Vermögensverwaltung laufen? Was ist unser Ziel? Wir haben hier so grob beschrieben 6 Punkte. Davor ist natürlich noch viel Arbeit in der Strategieentwicklung an sich. Das ist also der größte Teil, halt Anomalien am Markt zu entdecken, zu prüfen, wie kann man sie ausnutzen, erste Modelle zu entwickeln und so weiter. Aber damit möchte ich jetzt gar nicht beschäftigen, sondern Punkt ist ja heute, wir haben schon ein System, wir haben einen Backtest, ein Handelssystem gekauft, programmiert bekommen oder was auch immer. Und wir müssen jetzt sehen, wie kriegen wir das ins Live-Trading. Da machen wir es immer so, dass wir erst mit dem visuellen Backtest starten im MetaTrader. Der ist ja kostenlos mit enthalten, da setzen wir aber nur ein Häkchen und dann können wir im Chart quasi live die History sehen. Wir sehen, wie sich die Indikatoren bewegen, wie die Candles sich bewegen, wie die Kurse sich bewegen und können halt immer direkt reingucken und so können wir halt auch Fehler entdecken. Wir können einen Fehler entdecken, die vielleicht bei der Programmierung begangen wurde. Wenn wir den visuellen Backtest nicht aktiv haben und nur den Backtest, dann hätte ich ja am Ende nur diese schöne Grafik hier und diese Kennzahlen. Da erkenne ich aber nicht, ob der wirklich so gehandelt hat, wie ich wollte, ob er wirklich meine Entry-Signale 1:1 umgesetzt hat, wie ich möchte oder wollte. Deswegen der erste Schritt mit dem visuellen Backtest zu verifizieren, ob alles genau so passiert, wie ich es will oder mir gewünscht habe. Wenn nicht, dann muss hier nachgebessert werden. Wenn es so ist und ich weiß, das System läuft technisch sauber, dann kann ich den normalen Backtester einfach starten, weil der Backtester, der normale, ohne den visuellen Modus, der ist einfach schneller. Da brauche ich die optische Darstellung mit den Trades im Chart und Indikatoren nicht mehr, sondern dann kommt es mir auf die Performance an. Dann möchte ich nur noch diese Kennzahlen hier sehen, möchte die Performance-Kurve sehen und vielleicht ein paar andere kleine Details. Wenn der Backtest soweit lief, dann nehmen wir die Systeme immer auf ein Demokonto. Da meine Empfehlung auch immer, nutzen Sie eine Kontogröße, die realistisch ist.
Ich weiß, wenn man im Demokonto mit 100.000 Euro startet und später möchte man mit 2.000 Euro Echtgeld starten, das sind einfach Welten. Dann werden wir wahrscheinlich einfach enttäuscht. Wir sehen ja vielleicht im Demokonto mit unseren 100.000 Euro ein, zwei Trades und sagen uns, super, ich kann ja davon leben, von ein, zwei Trades. Und dann kommt die bittere Realität später mit dem 2.000-Euro-Konto. Dann merken wir, okay, da bleibt dann am Ende doch nur eine kleine Reise über. Also der nächste Schritt, Demokonto aufsetzen, kostet ja nichts, das System darauf anwenden und dann ein, zwei Wochen gucken, wie läuft das System da. Unsere Vorgabe oder unsere Erwartungen sind immer, dass das System auf dem Demokonto genauso agiert wie im Backtest. Das heißt, wenn ich heute Demo trade und er geht um 18:50 Uhr long, dann darf er im Backtest heute in dem gleichen Zeitraum nicht zur gleichen Zeit short gehen. Es darf kleine Abweichungen geben von wenigen Pips, aber wir sollten halt nicht große, starke Unterschiede haben. So, also der Vergleich ist auch erledigt. Dann geht es los ins Live-Trading. Wir sind auch mal Fan davon mit dem sanften Umstieg, dass wir mal sagen, bisher alles super, keine Fehler gefunden, wir sind zufrieden damit, wir starten das Ganze mit wenig Volumen, testen das Ganze nochmal, vielleicht gibt es ja, dann gibt es wahrscheinlich auch einige böse Broker da draußen, die dann live anders ausführen als im Demo, und zwar gravierend. Spätestens an diesem Punkt würden wir es halt auch herausfinden, ob das alles mit wenig Volumen im Live-Modus auch funktioniert und ob die Kurse auch so sind, wie die Kurse, mit denen wir dann backtesten. Wenn das erreicht ist, dann kommt der letzte Schritt, der finale Schritt, wo sich dann hoffentlich Zeit und die Arbeit gelohnt hat. Das ist dann der Punkt, wo wir ja das Live-Trading mit unserem Zielvolumen starten. Das heißt, wir gehen hier diese Analyse durch, rechnen uns aus, was für ein Investment stecken wir hier rein, wie viel Geld stecken wir rein. Und damit meine ich nicht das Kapital oben, sondern das Risiko, was wir eingehen möchten. Ja, und dann läuft das System. Und das ist der Punkt oder der Workflow, wie wir ein System von der Entwicklung hin ins Live-Trading bringen. Und zwar ins Live-Trading, wo wir auch sagen, das System ist jetzt live und soll wirklich Geld verdienen und nicht wie in den Schritten davor. Da dürfen wir halt keine Erwartung haben von Geld verdienen, sondern da geht es halt wirklich darum, Vertrauen aufzubauen und zu testen, ob das System überhaupt wert ist, große Summen ja, zur Verfügung gestellt zu bekommen. Erst ab dem letzten Punkt, da haben wir den Anspruch, wirklich Geld mit dem System zu verdienen, etwas mehr Geld zu riskieren, höhere Volumen zu fahren und ja, quasi den Workflow zu beenden. Danach ist natürlich ein Schluss. Nach der Entwicklung ist auch vor der Entwicklung, aber da hatten wir auch schon einige ein, zwei Webinare zu mit der Fixwelt zugeführt, wie so die Nacharbeit ist, wenn ein System fertig ist. Das heißt, wir können uns jetzt nicht zurücklehnen oder nur noch schlafen oder in den Urlaub fahren und uns darüber freuen, dass das System jetzt läuft. Wir haben da natürlich noch eine gewisse Nacharbeit, wir müssen uns noch regelmäßig kontrollieren, überprüfen, sind wir hier in unserem Risikorahmen. Es bringt uns dann nichts, wenn wir den Rahmen bei 2.000 Euro setzen und das System bleibt bei 3.000, 4.000, 5.000 immer noch an. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen die Nacharbeit an dieser Stelle nicht vergessen. Gut, dann komme ich auch schon auf die letzte Folie mit dem Fazit. Da möchte ich nochmal kurz alles zusammenfassen. Drei Punkte habe ich hier aufgeschrieben. Punkt 1 ist, wir können uns gut absichern. Das war so eines meiner Hauptziele, die ich heute Ihnen vermitteln wollte, dass Sie ja einfach wirklich wissen, wie Sie Ihr Risiko selbst bestimmen können. Das ist ja auch der Punkt 2. Sie bestimmen im Endeffekt wirklich das Risiko. Klar, es gibt immer Ereignisse am Markt, die kann man nicht kontrollieren. Aber wichtig ist es im Vorfeld, sich immer ein kleines Risikoprofil zu erstellen oder einen Risikoplan, wenn man es so nennen möchte, und sich einfach durchrechnet, was ist es mir wert, was habe ich hier für ein Investment. Dann macht das ganze Trading oder auch Verluste machen, wenn man so sehen möchte, auch Spaß. Weil man, diese Summe, die wird man nicht aus Spaß. Das ist eine Summe, die muss man immer sagen, das ist ein Investment, das tut mir nicht weh, das stecke ich da rein. Aber wenn wir im Vorfeld wissen, ich lasse hier ein System laufen, vielleicht bin ich immer noch skeptisch. Vielleicht habe ich ja noch immer kein Vertrauen und ich sage einmal, okay, mein Risiko ist jetzt hier auf dem 5.000-Euro-Konto nur 200 Euro. Dann regle ich das Volumen so runter, dass ich dann irgendwie nur nach 0,03 Lots trade. Und dann baue ich halt darüber Vertrauen auf. Dann weiß ich, okay, ich kann die Kiste ja laufen lassen, da passiert nicht groß was. Im Notfall sind 300 Euro weg. Wenn es gut läuft, dann habe ich dadurch Vertrauen aufgebaut und spätestens dann sage ich, ich komme jetzt hier auf mein Zielvolumen und ich erhöhe jetzt das Volumen und ich habe jetzt doch Vertrauen aufgebaut. Also ich denke mal, Sie merken schon, hier gibt es viele Punkte, die man einfach durchleben muss, um wirklich Vertrauen aufzubauen oder um wirklich zu sagen, das Geld stecke ich jetzt hier rein.
Der letzte Punkt, Vertrauen, Erfahrung schafft halt Sicherheit. Das kennen Sie wahrscheinlich auch so aus dem alltäglichen Leben. Sie fahren ein neues Auto, dann fahren Sie am Anfang wahrscheinlich wie auf rohen Eiern oder haben Angst, damit umzugehen. Und nach 2, 3, 4 Monaten fahren Sie damit ganz lässig herum. Sie können abschätzen, wo Ihr Auto endet. Sie kommen locker an Parklücken rein. So ähnlich ist es im Trading natürlich auch. Sie haben irgendwann die Erfahrung, Sie wissen, wie der Algo funktioniert. Sind da ganz entspannt, gucken unterwegs einmal am Tag vielleicht auf ihre MetaTrader-App, checken die Position, Orders und machen es ganz entspannt zu, weil sie auch wissen, ich kenne das System, ich habe da Vertrauen, ich weiß, wie es einigermaßen funktioniert und da habe ich keine große Angst in dem Moment. Super, dann sind wir inhaltlich auch soweit schon durch. Wir können gerne noch die Zeit nutzen und ein paar Fragen stellen. Können Sie ja mal gerne in den Fragenbereich hier posten vom Webinar. In der Zeit nutze ich die paar Minuten und gehe mal gemeinsam mit Ihnen auf unsere Webseite algocamp.de. Hier haben wir noch eine tolle Aktion, die wir nicht vergessen dürfen, mit FXWert zusammen. Das heißt, wenn Sie FXWert-Kunde sind und ein paar Bedingungen erfüllen, dann sparen Sie bei der Programmierung für den MetaTrader 50%. Das heißt, das haben wir uns einfach aufgeteilt. Wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten ein Handelssystem entwickeln lassen von uns für den MetaTrader 5, dann haben wir es so geregelt, dass FXWert 25% Ihnen schenkt in Form einer Gutschrift. Und auch wir sagen von Algocamp, wir geben auch nochmal 25% zu und Sie sparen dann am Ende 50% bei der Entwicklung von einem System für den MetaTrader 5. Es lohnt sich noch mehr oder nicht nur deswegen FXWert-Kunde zu sein. Wir haben natürlich auch noch die Markttechnik-Add-on-Box. Die hatte ich ja zwischendurch schon mal erwähnt. Da kam auch schon die Frage zu, was es das eigentlich ist. Das ist ein Markttechnik-Add-on. Das erste, soweit ich weiß, für den MetaTrader 5. Die gibt es auch preisliche, gute Rabattaktionen für FXWert-Kunden. Sie haben hier die Möglichkeit, sich das einmalig zu kaufen, sparen hier, wenn Sie FXWert-Konten haben, oder Sie können sich das Ganze auch mieten, ganz ohne große Verpflichtungen, können Sie das hier momentan noch monatlich kündigen, kostet 19,99 € als FXWert-Kunde im Markttechnikbereich. Wirklich nur zu empfehlen. Wir haben hier ein bisschen was Neues erschaffen. Wir haben hier noch eine Edge-Funktion mit eingebaut. Das heißt, hier in dem Indikator oder im Add-on steckt noch eine statistische Auswertung, die visualisiert, wann wir gerade einen Vorteil haben oder wann der beste Punkt ist, jetzt im Markt einzusteigen. Vor kurzem gab es ja auch noch ein Update dazu. Da haben wir auch die Smartphone-Push-Benachrichtigung mit so eingebaut. Ich gucke mal kurz, ob ich hier noch einen Screenshot zu finde, dann sparen Sie noch mehr Zeit. Zum einen sparen Sie die Zeit, weil Sie nicht mehr die Markttechnik an sich einzeichnen müssen, sondern Sie können hier auch einfach, dass man ein bisschen verpixelt, aber Sie würden dann so eine Push-Benachrichtigung aufs Smartphone bekommen und würden dann hier einfach sehen, wann es sich lohnt, am Markt einzusteigen oder nicht. Da haben wir auch schon einige Webinare, ich glaube, ein Webinar durchgeführt mit FXWert. Wir waren dazu auch schon auf den AB Days und haben das vorgeführt. Also wenn hier noch Informationsbedarf ist, können Sie sich gerne noch auf der Seite umsehen, die Videos ansehen. Auf dem YouTube-Kanal von FXWert gibt es auch noch das Webinar dazu, was wir gemeinsam durchgeführt haben. Und ansonsten, wenn Sie natürlich jetzt interessiert sind an dem Thema, Sie können uns gerne über den Programmierbereich beauftragen, wenn Sie ein System entwickelt haben möchten. Also wenn Sie eine Strategie haben, wo Sie sagen, ich möchte nicht mehr die ganze Zeit davor sitzen und immer noch warten, weil ich nicht so viel Zeit habe oder weil ich immer ständig die Signale verpasse, dann können wir das natürlich für Sie entwickeln. Oder wenn Sie aber sagen, ich möchte vielleicht das System hier haben, was wir gerade in der Performance-Kurve gesehen haben, ich finde es interessant, dann können Sie sich das Ganze gerne bei Produkte und der Handelssysteme ansehen. Und da gibt es zahlreiche Informationen dazu. Hier haben wir große Auswertungen veröffentlicht. Sie können sich auch dieses Statement herunterladen. Also hier sind wir eigentlich ziemlich transparent, was es angeht. Hier gibt es nochmal ein paar Kennzahlen dazu. Wir haben das Ganze von 2000 an sogar bis heute veröffentlicht. Die Kennzahlen, die wir eben gesehen haben. Hier können sich das ganze Statement herunterladen und so weiter und so weiter. Ich denke mal, wenn Sie sich für das Thema interessieren, dann werden Sie auf jeden Fall bei uns irgendwas finden oder zumindest viel Informationsmaterial finden. Ich
schaue mal in die Fragebox rein. Hier haben wir eine Frage. Wie lange kann man noch EAs, die für MT4 programmiert wurden, noch nutzen? Ja, die kann man noch so lange nutzen, wie der Metatrader 4 auch noch unterstützt wird. Ich behaupte einfach mal, oder ich glaube ganz fest, dass es noch eine ganz lange Zeit so gehen wird. Der Metatrader 5, der ist jetzt gerade erst so langsam im Kommen. Ich glaube, die Entwicklung läuft ja schon seit 7 Jahren für den Metatrader 5. Wenn man sich den Metatrader 5 ganz genau anguckt unter der Haube, dann weiß man, es wird auf jeden Fall nicht von heute auf morgen passieren. Und ich glaube auch nicht innerhalb der nächsten 2 Jahre, dass der Metatrader 4 abgeschaltet wird. Denn die große Masse läuft einfach noch immer auf dem Metatrader 4 und da würde kein Broker der Welt sagen, wir verbieten jetzt oder deaktivieren den Metatrader 4, denn wenn die Kunden keine Software mehr haben zum Handeln, dann verdienen natürlich auch die Broker nichts. Deswegen muss man, glaube ich, momentan auch keine große Angst haben, dass plötzlich von heute auf morgen der Metatrader nicht mehr funktioniert. Das ist so ein bisschen zu vergleichen, denke ich mal, mit Windows XP. Da wurde das Ende auch immer auf Jahre verschoben, weil es einfach noch zu viele große Firmen gab, die das genutzt haben. Deswegen mache ich mir, glaube ich, keine großen akuten Sorgen, dass das von heute auf morgen nicht mehr funktioniert. Gut, sonst haben wir keine weitere Fragen. Das ist hoffentlich ein gutes Zeichen, dass ihr alles. Ja, ich wollte gerade sagen, das war ja alles sehr verständlich. Deswegen. Ja, danke auf jeden Fall an der Stelle. Sie können aber uns gerne noch Nachgang uns Feedback gerne senden oder natürlich, wenn Ihnen doch noch eine Frage einfällt, dann leiten wir das selbstverständlich weiter. Und gerne auch Themenvorschläge für zukünftige Webinare. Da sind wir sehr offen. Und danke, David, für das Webinar und für die Informationen heute Abend. Sehr interessant, wie ich finde. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und an der Stelle wünsche ich allen, insbesondere den Teilnehmern, einen schönen Abend. Danke für die Teilnahme. Und David, du hast das letzte Wort. Dankeschön. Ja, vielen Dank, sehr gerne. Ich bedanke mich auch bei allen. Freut mich wieder, dass ich mit Ihnen die 60 Minuten verbringen durfte und über unser Lieblingsthema, das Algo Trading, sprechen durfte. Genau, wenn noch Fragen offen sind, je nachdem, was es betrifft, können Sie gerne uns einfach anschreiben von AgroCamp oder wenn es Fragen zum MetaTrader oder zum Broker sind, können Sie gerne FXBet kontaktieren. Da sind die Mitarbeiter immer da und haben ein offenes Ohr für Sie. Ansonsten vielen Dank für Ihre Zeit und wir sehen uns hoffentlich, würde mich sehr freuen, beim nächsten Webinar. In diesem Sinne wünsche ich noch erfolgreiche Trades und einen schönen Dienstagabend. Tschüss. Tschüss.